Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen und lässig zurück beim großen Preis von Österreich mit dem Virus. Jawohl, mit einer super strahlenden Aussicht auf dem vierten Platz geht's natürlich auch los jetzt hier in Österreich, ne? Verpiepscht. Also, so eine Rennstrategie angepasst und dann starten wir mal. Hoffentlich kommen wir diesmal wieder so gut weg wie eben. Mal, wie lange die Ampel jetzt braucht. Oh, sehr schön. Ja, das konnte man doch mitarbeiten. Na, sehr schön. Ach, jetzt habe ich schon wieder das Benzin gemischt, nicht angepasst, die Menge. Mist. Ich fahre schon wieder mit viel zu viel Benzin rum. Egal, nicht so viel drauf gucken, dann passt das schon. Oh, diese Kurve hier. Naja. Hat doch wieder super geklappt. Wollen wir mal hoffen, dass wir das auch weit mitnehmen können. Ja, das war jetzt mal nicht schlecht. Achso, falls es euch Zuschauern auffällt, ich habe erstmal ein bisschen meinen Helm und meine Nummer neu angepasst. Sieht man zwar jetzt nicht viel von, aber egal. Doch, heute gar zu spät gebremst. Nein, der zieht da vorne weg, aber ey, was hast du für Motor drin? Ist ja schlimm, ey. Ich komme ja gar nicht hinterher. Ganz normal wie du auch. Hey, Springpferdchen, jawohl, da war's wieder. Bin ja so zu weit über den Körb gekommen. War wahrscheinlich direkt sofort mitgenommen am Anfang. Oh ja. Oh, ein 10, Alter, da schon wieder einen drauf, ey. Ja, mit einer 1,9 wäre ich noch zufrieden, aber das ist, wird glaube ich nichts mehr. Alter, wovon träumst du eigentlich nachts, ey? Ich weiß, es ist möglich, aber hallo? Ist doch richtig Gibt's noch? lästig. Man will ja, ist doch normal, man will immer die bessere Zeit haben. Ah, diese Kurve versaut. Ah, naja, aber ich wollte ja nicht zu viel. Ja. Ei, lass doch die Schilder. Jetzt habe ich das Schild kaputt gefahren. Das wird ja teuer. Ja, solange es nur das Schild ist. Ja, da stand dann da 10, 20, 30, also andersrum. Was fahre ich mir denn hier gerade, Alter? Weiß ich nicht. Ja, ich bin jetzt wieder schon wieder zu lahmarschig geworden. Hey! Nee, voll, ihr hört jetzt nicht wieder kaputt. Wolltest du dann rum und das macht die Scheißkarre 180 Grad. Ey, das war eigentlich eine gute Dings gewesen. Mann! War so lange nichts kaputt gegangen ist bei dir. Der Himmel, der kam doch ziemlich nah. Der muss ganz schön an die Eisen gehen. Weiß nicht, ob er mir hinten reingezimmert ist. Hab nicht Weiß ich auch gemerkt. nicht. Ah.
Haben auch keinen Bock, jetzt nachzugucken. Ja, hinten rein ist meistens nicht so schlimm, bis da kaputt ist. Oh, alles grün, alles grün, alles grün. Da siehst du. Alles grün. Aber sehr schön. Hat der Hamilton gut mitgedingst. Warum sollte ich eine Strategie ändern? Bin ich bescheuert? Das ist typisch, Chef. Ich bin Erster, was will ich denn ändern? Was soll mein Teamkollegen vor? Ja, auf dem Auge nicht taub. Das war sowas von klar. Ja, aber ich arbeite mir das doch nicht, damit ich es verschenke. Ich hab's in Kanada schon verschenkt, das reicht mir schon. Boah, bist du weit weg, Alter. Naja, gut, okay. Ich hätte ja die Hälfte. Egal. Ich glaube, die Gegner sind auch zu milde eingestellt, aber für mich reicht's. Deine Alternative. Chef, sei ruhig. Chef, sei leise. Funktioniert nicht. Also. Chef, sei leise. Das ist halt eine einfache Strecke. Da ist das wieder was anderes. Da sind die nicht so gut. Die sind erst auf schwierigen Strecken, sind die besser, die KI. Oh. Aber Chef, sei leise. Alles klar. Ah, jetzt ist der Ton wieder lauter. Lol. Also irgendwas ist mit dem Funk hier. Der hat vorhin gequatscht, da wird der Funk noch leise. Also das Ton vom Ferrari, vom Autosound. Ah. Und jetzt habe ich ihm gesagt, er soll leise sein, ist der Sound vom Auto wieder lauter geworden. Lol. Okay. Immer ein bisschen merkwürdig hier. Mal ganz ehrlich. Oh, Soundbug wahrscheinlich. Alter, das Feld hat sich ja schon mega auseinandergezogen. Mir wird gesagt, wenn ich jetzt an die Box gehen würde, würde ich als Zweiter wieder rauskommen. Warum solltest du denn jetzt reinfahren? Hat aber gar keinen Sinn. Nein, ich meine nur. Ne, jetzt würde ich sogar als Erster wieder rauskommen, alles klar. Mich wundert, dass es hier noch keinen rausgehauen hat. Ja gut, das ist eine einfache Strecke, wohl. Da kommt wahrscheinlich vielleicht noch. Aber die sind auch alle nicht so nah beieinander, ne? Ich warte mal noch auf den verstappten Abschießjäger. Mal gucken, ob der noch wieder ein. Der kann das ja so gut, der Lauch, ey. Oh, wir sind schon in der 7. Runde, das ging ja schnell. Als 7. beginne ich jetzt. Oh, da hat sich schon einer geledert. Du hast es gerade noch angesprochen, jetzt hat es einen rausgehauen. Ja, ich habe es gerade unten links gesehen auf der Karte. Ich muss mir aber gerade. Ja, guck, da komme ich gleich hin. 1, 2 Kurven. Mal gucken, wer in der Ecke liegt. Ja, Achtung, Achtung, ich weiß. Ach, so schnell konnte ich den Namen nicht lesen. Oh. So schnell konnte ich nicht lesen. Nee, da guckst du auch gar nicht hin, weil es genau an der Kurve ist. Nein, nicht wegdrehen. Hör auf! Du verdammtes Moped, Mann! Oh, Mann! Mir geht diese Scheiße aber auf. Ah, komm! Ich hasse diesen Scheiß. Ich hab dir nichts getan und du bestrafst mich jedes Mal. Naja, bei dir wird's da hinten wenigstens nicht langweilig. Nee, absolut nicht. Nein, 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 nicht drehen! Verdammte Tat. In dieser scheiß 90-Grad-Dings gedreht. Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist schon wieder einer raus. Ericsson ist auch raus. Oh, ich sehe es, da steht der Nächste. Scheiße, schön. Vorsprung wieder für den Horst. Wahrscheinlich der ja, die Anspannung. Reißt du mir jetzt den einen nach dem anderen auf? Ja, oder er wurde Chef, abgeschossen. Chef, sei ruhig! Ja, der darf er nicht oh ja, machen. Die Reifen sind auch nicht mehr die besten, sehe ich gerade. 40% schon, ja. Ich muss jetzt so lange, ich will jetzt so lange, damit ich Bottas und Hamilton, wenn die reinfahren, dass ich dann auch reinfahre, irgendwie. Ja, eine Runde fahre ich noch und dann.
Aber ich habe sie ja vor mir. Bin wieder gut rangezimmert, obwohl ich vorne links rot habe. Mehr habe ich vorhin gerade zum Glück nicht mit abgekriegt, ey. Ja, der eine fährt rein. Ich fahre jetzt nächste Runde den rein. Der Hamilton ist vor mir. Wenn der reinfährt, fahre ich auch rein. Dann müsste das eigentlich hauern, ey. Da wollen wir nur mal hoffen, dass das jetzt nicht nächste Runde ist. Weil ich merke schon, meine Reifen sind nichts mehr. Deswegen gehe ich jetzt rein dann. Sabbel nicht halten. Oh, oh, oh. Das Schild aber schnell wieder aufgestellt, ey. Das war ein 30er Schild. Wo du nur 30 fahren sollst in der Kurve, weißt du? Fleißiges Heinzelmännchen. So, ich bin drin. Ja. Na, ein bisschen zu früh gedrückt, schade. Also schwer, so ein bisschen. Nice. Guter Boxenstopp. Ach scheiße, der Ding ist reingefahren, oder was? Sieht so aus. Oh oh. Ich muss auf nächste auf jeden Fall rein. Hoffentlich habe ich das Position zu halten. Ah, da hinten ist der Camilo, gucke da. No. Boxenstopp. Ja, wirst als Dritter wahrscheinlich dann wieder rauskommen oder so. Nein, 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 nicht. Ah, bremst doch, du Eierloch. Ja, Problem ist, deine Reifen sind langsam hinüber. Deswegen kommst du auch nicht mehr so gut weg. Chef hat wieder nicht mit mir geredet gerade, finde ich immer interessant. Hm. So schön Vorsprung gerade und dann dreht sich auf diesem scheiß Kiesbett wieder. Das kann jetzt aber ganz gleich tricky werden, ey. Ja, da musst du gleich halt die nächsten Runden bitte Stift Power geben. Da wird der Seniorenstift angepackt und dann ab geht's, ey, mit der Schleuder. Wow. Dürftest Glück haben. Oh. Das wird eng. Komm schon. Komm schon. Naja. Aber hinter dir geht auch noch einer in die Box. Ich sag ja, so als Dritter oder Vierter kommst du wieder raus. So. Bin jetzt wieder unten. Fünfter. Na gut, schade. Oh. Aber ist machbar. Achter. Oh Mann, ey. Fight, fight. Time for America. Hulk Hogan's Lied, ey. Fight for your right. We are here in America. Peres, mein Schatz, bin da. Wer noch? Da-dum, da-dum, da-dum. Didim, didim, didim. Oh, dann hole ich mir jetzt mal hier. Sehr schön. Ja, die sind ja alle ziemlich nah bei dir. Müsstest du hinkriegen. Da hoffe ich hast doch. Ja noch sechs, hast ja noch sechs Runden. DRS kriegst du ja auch noch. Oh, der eine ist an eine Box gefahren, sehr schön. Ja, mit der Silberpfeilen wird es echt problematisch. Ja, mit denen ja. Aber an die musst du gleich erstmal rankommen. Nein, dreh dich doch, was bist du? Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr, ey.
Ich hasse diese Scheiße, ey. Immer krieg ich diesen verfickten Dreher hin. Ich weiß auch nicht, warum ich damit immer bestraft werde. So eine Sülze, ey. Fuck, du alte Lauchsau, ey. Dann bin ich mal gespannt, wie weit du noch kommst. Oh, zu spät gebremst. Also anscheinend gab es ein neues Update oder sowas. Ich wüsste nicht, dass ich vorher schon mal gesehen habe, dass da die Kackstreifen auf der Strecke bleiben. Ja, das habe ich mir vorhin auch so gedacht. Warange fahren hier, ey. Oh, mach Platz, ja, danke. Na guck, läuft. Die anderen beiden, die vor dir fahren, die dürftest du gleich auch haben. Ja, die Kurve war jetzt nicht gerade perfekter Hammer, ey. Ja, ne, ist ja nicht schlimm. Hauptsache dranbleiben und nicht wieder drehen. Na, ich darf gleich schon die ersten Überrundungen machen, hab ich da Bock drauf. Ah, hör auf! Mein Gott, ey! Stroll und Wehrlein, okay, alles klar. Gerade mal eben noch schon. Boah, die bremsen sich ja gegenseitig aus, diese zwei Knalltüten, ey. Ja, die vor mir auch hier. Oh, die kämpfen um Platz 18. Beide Red Bulls hier, ey. Yeah, Doppelüberrundung, sehr ja. Nice. Oh, danke, danke, man tut, was man kann. Und bremsen. Wehrlein und Stroll, die kämpfen sich hier vorne ein ab, ey. Konnte ich so beide cashen. Ja, dann hast du ja gleich wieder geschafft dann. Dauert noch ein bisschen, aber komm's ran. Oh, du Penis van Dorn. Der hat einen neuen Namen, ja, nice. Ich sehe sie da oben, ja. Da hat er mir den Frontspoiler, Frontflügel gelb gefahren. Na komm schon, die zwei da vorne sind sie da, die schaffe ich aber noch. Ey, komm, wie Russ. Ja, dürftest du noch schaffen. Ah, dieser Depp, ey. Scheiß Überrundung. Na egal, sind ja nur noch zwei Runden. Luft holen. Ja, fahr geschmeidig, dann kriegst du sie noch. Sag mal, sind sie auf der gleichen Geraden wie ich? Naja, kommst immer näher ran. Also Ferrari steckt mehr drin, als man glaubt. Ist ja auch das zweitschnellste Auto im Spiel, da kann man nichts verkehrt machen. So langsam kriege ich aber doch Muffe, dass ich, ey, das ist 16. Runde, 18 und ganz schön Arbeit. Ja.
Sicher, das ist jetzt Miniaturarbeit, kannst du sagen. Jawohl, alle in einer Kurve, jetzt habe ich sie gleich. Ah. Ah, und du kriegst ja auch DRS, von daher müsstest du das hinhauen. Ah, Dani quert vor mir, oh, super. Ja, jetzt auf der Geraden müsstest du gut ran. Mit DRS und dann gib ihm. Dieser verdammte Sack, ey! Hör doch auf, dich zu drehen, Mann! Ich hasse es! Jetzt hör auf, dich verdammt nochmal! Voll für den Arsch, Alter! Jo, Mai. Ach, so zerbröselt der Keks nun mal. Hirnfuck, Alter. Meine Fresse, dieser Bottas, ey. Geht da so in die Eisen, dass ich hinten Kollision mit seinem scheiß Reifen hab, der da. So, die gehen da ziemlich hart in die Eisen. Nein. Ach, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Das geht mir doch gerade auf den Piss hier, ey. Das ärgert mich jetzt. Jetzt dreh dich wieder, ey. Ich hasse. Ich will kein Formel 1 mehr fahren, ey. Mann. Oh. Komm mal rum. Ich will kein Formel 1 machen. Ich bin froh, wenn wir das durch haben, du. Okay. Autorennen. Ich und Autorennen. Niemals, never, ey. Licht mir nicht. Ach, Quark. Sonst hast du auch mehr hingekriegt. Ah. Dann haben wir da durch. So, wo haben wir denn? Na, mal gucken, vielleicht kriegst du ja vor dir noch den Perez. Uiuiui. Und da sind wir im Ziel. Ja gut, wenigstens noch Punkte für dich. Schade, schade, Schokolade. Ja. Wie mit dem Gedön? Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man. Däh, zweimal mit Weiß. Ja, schöner Kontrast mit dem Hintergrund. Und auch heute sind das ist super. Zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Wie, keine Musik diesmal? Doch, jetzt. Oh, der Kameramann kriegt auch erstmal seine Dusche. Jetzt nehmen die auch noch einen Arm. Nee. Ja, schade, schade, Schokolade. Da haben wir den Virus da unten. Oh, zweitbeste Zeit, ey. Oh, bist aber trotzdem auf Platz 2 noch. 3 Punkte Vorsprung vor Hamilton hast du. Oh ja, ich sehe es. Und Konstrukteurswertung haben wir natürlich jetzt ein paar Punkte wieder dazu gekloppt. Sehr nice. 310 Punkte. Da können wir doch mit arbeiten. Dann wollen wir mal gucken, dass wir dich im nächsten Rennen, dass wir da ein bisschen mehr dingsen, dass du da gut wieder wegkommst. Ja, meine Freunde, hier seht ihr es nochmal. So sieht das im Moment aus. Wir versuchen die beiden Mercedes so ein bisschen nach hinten zu verdrängen, soweit wie wir können. Und ansonsten sind die anderen ja ziemlich weit weg.
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Kollision mit Virus Visions. Da guck einer an. Die Sau. Ist einer von den beiden, muss da immer. Aber da steht der Verstappen diesmal nicht mit dabei. Mann! Nee, ja. Der hat anscheinend diesmal nichts gemacht. So. Ah, der Palmer hatte mechanisches Versagen, gelbe Flagge. Ach, der Ericsson auch. Ah, gut, okay. Mal guck. So, ja, du wolltest gerade. Darfst auch du das jetzt hier. Ciao mit V, bis zum nächsten Mal. Alkohol ohne Sinn und ohne Verstand. Oder was? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Haut's rein. Tschüss. Alles klar. Macht's gut. Ciao mit V.